Hektik, Anspannung und dann Schüsse. Ein 14-jähriges Mädchen stirbt, erschossen in einem Geschäft in Los Angeles. Die Polizei veröffentlichte nun Videomaterial des tragischen Vorfalls einen Tag vor Weihnachten. Das 14-jährige Mädchen probiert in diesem Geschäft Kleider für seinen Geburtstag an. Plötzlich betritt dieser Mann das Gebäude. Er fährt mit seinem Fahrrad in den ersten Stock, greift mehrere Frauen an, schlägt mit seinem Fahrradschloss auf sie ein. Er verlässt kurz das Gebäude, kommt aber zurück und attackiert erneut wahllos Frauen. Die Polizei wird alarmiert, Notrufe abgesetzt. Unklar ist, ob der Mann Waffen bei sich trägt, beispielsweise ein Messer oder eine Pistole. Die Überwachungskameras und Bodycams filmen dann das schreckliche Ende des Vorfalls. Die Cops erreichen das Geschäft und den ersten Stock, wo sich der Täter mit Opfern und Unbeteiligten aufhält. Der Täter macht keine Anstalten aufzugeben. Ein Beamter mit einem Gewehr übernimmt die Führung. Wenige Momente später finden die Beamten eine schwer verletzte Frau und den Angreifer. Der Polizist gibt mehrere Schüsse ab, mit schrecklichen Folgen. Denn direkt hinter dem Angreifer, nicht sichtbar für die Polizisten, befindet sich die Umkleidekabine, in der sich die 14-Jährige aufhält. Nur getrennt durch eine dünne Wand, die von den Polizeikugeln durchschlagen wird. Der Täter wird zwar getroffen, aber auch das junge Mädchen. Die Kugeln der Polizisten töten beide. Jetzt entbrennt in den USA eine Diskussion über den Schusswaffengebrauch. Der Polizist habe zu früh geschossen, wird kritisiert. Denn eine Schusswaffe wird bei dem Täter nicht gefunden. Die Polizei kündigt eine Untersuchung des Vorfalls an. Warum der Mann mit dem Fahrradschloss überhaupt in das Geschäft gegangen ist und die Frauen attackiert hat, ist völlig unklar.